Willkommen bei Henry's Ancient Worlds. Playlist-Trailer für 5 Ambience-Videos. Lass dir jetzt die spannende Fantasy-Geschichte von Henry dem Pilger und seiner Suche nach dem Heiligen Gral erzählen. Thema: mittelalterliche Sagen und Legenden um den Heiligen Gral. 5 Videos. In jedem Ambience-Video erwartet dich ein neuer, wundervoller Blickwinkel. Tauche ein in die spannende Suche nach dem Heiligen Gral. Erlebe Atmosphäre und Entspannung in 3D-Animationen. Entspanne, ruhe aus oder denke nach. Abonniere unseren Kanal für weitere Stimmungsvideos. Bereit für den Sprung in das winterliche Glastonbury? Dann geht es jetzt los. Zu Beginn ein besonderer Hinweis. Sollten Sie diesen Trailer oder die Videos dazu in der Vorweihnachtszeit anschauen, dann achten Sie auf die Anzahl der in der Szene zu findenden Kerzen. Sie symbolisieren den 1. bis 4. Advent vor dem Weihnachtsabend. Für diese stimmungsvolle Fantasy-Animation zur Vorweihnachtszeit habe ich mich von einer mittelalterlichen Überlieferung inspirieren lassen. Laut den mittelalterlichen Legenden soll Josef von Arimathea den Heiligen Gral nach England gebracht haben. Nach Glastonbury, um genau zu sein. Josef soll ihn an einer Quelle unterhalb des heutigen gleichnamigen Berges deponiert haben. In dieser ersten Videoszene sieht man einen mittelalterlichen Ritter, der sich kurz vor den Weihnachtstagen mit einer Gruppe von Pilgern auf der Suche nach dem Ort des Heiligen Grals befindet. Sein Name? Heinrich der Pilger. In dieser Szene sehen wir ihn in einer abendlichen Schneelandschaft. Staunend blickt er auf den verschneiten Ort hinunter. In der Ferne sieht er seltsames violettes Licht. Auch die übrigen Pilger sehen das violette Leuchten neben dem Berg. Zeigt es der Pilgergruppe womöglich den Weg zum Heiligen Gral? Im Hintergrund sind hin und wieder die klappernden Geräusche der Pilger zu hören, die mitgereist sind. Noch ahnen sie nicht, auf welches Abenteuer sie hier im Ort stoßen. Nach einer Rast auf der kalten und schneeverschneiten Anhöhe, auf der wir uns befinden, möchte die Pilgergruppe nach Glastonbury hinunterlaufen, um sich aufzuwärmen und eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Die Leute sind müde vom Reisen. Folgen wir ihnen wie immer unauffällig. In Video 2 sind die Pilger jetzt gerade vom Berg heruntergekommen und stehen vor der mittelalterlichen Stadtmauer. Es war ein beschwerlicher Weg bis hierher, durch den hohen Schnee und auf den vereisten Wegen. Henry der Pilger ist fasziniert von der besonderen Atmosphäre hier vor dem Stadttor. Nachdem seine Mitpilger durch den Abstieg und auch Henry vor allem durch seine schwere Rüstung sehr ins Schwitzen gekommen sind, machen sie vor der Stadt eine kleine Pause. Ein Lied geht Henry durch den Kopf und er hört dazu einen Hund bellen. Auch das Knistern des Lagerfeuers und jenes der Fackeln ist gut zu hören. Und dann vernehmen die Pilger wieder das ferne Läuten der Glocken. Die ganze Szene hier versetzt Henry in einen sehr entspannten und ruhigen Zustand. Aber das violette Licht ist hier vor dem Stadttor nicht mehr zu sehen. Hoffen wir, dass diese weltlichen Eindrücke unsere Pilger nicht von ihrer Mission ablenken werden. Denn sie sind eigentlich auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Und die Legenden erzählen, dass sich die meisten Gralsritter auf ihrer Suche durch weltliche Einflüsse haben ablenken lassen. Ich schlage vor, dass wir den Pilgern weiterhin unbemerkt folgen. Vielleicht können wir zusehen, wie sie eine große Entdeckung machen. In Video 3 sind die Pilger, die vom Berg heruntergekommen und durch das Stadttor gegangen waren, nun vor einem mittelalterlichen Wirtshaus, einer Taverne, angekommen. Henry der Pilger und seine Gefährten sind müde von der Reise. Und Hunger und Durst haben sie auch reichlich mitgebracht. Aus der Taverne dringt die gute Laune der Gäste bis hier nach draußen und eine wunderbare Melodie eines Minnesängers, der hier quasi auf Tournee ist, klingt den Pilgern und auch uns in den Ohren. Und dazwischen vernehmen wir die Rufe einer Eule und das Bellen des Hundes aus Video 2. Ebenso ist auch wieder das ferne Glockengeläut zu hören, das Henry und den Pilgern inzwischen vom Berg und vom Stadttor her sehr vertraut ist. Was tun? Nach der anstrengenden Reise verspürt die Gruppe einerseits den Drang, eine längere Pause in der Taverne, dem Wirtshaus, einzulegen. Doch in der Ferne erblicken sie andererseits wieder den violetten Nebel. Dieser erinnert sie daran, dass sie wegen der Gralslegende und dem heiligen Brunnen in der Nähe der Abtei hierher gekommen sind. Die Pilger und Henry beginnen sich zu fragen,
ob es wirklich sinnvoll ist, sich jetzt weltlichen Freuden hinzugeben. Kann es dadurch passieren, dass die Pilger durch diese Ablenkung nicht mehr mit vollem und offenem Herzen ihrem Ziel entgegengehen können? Jetzt befinden sich die Pilger und Henry in einem wirklichen Dilemma. Sollen sie die Taverne nun besuchen und eine weltliche Rast einlegen? Oder sollen sie die paar Kilometer noch weiter gehen und erst einmal nach der Quelle des Josef und dann nach einem möglichen Wunder dort suchen? Und erst nach dieser Erfahrung die Taverne besuchen? Bis dahin kann allerdings noch einige Zeit vergehen. Und was machen wir? Wir wollen uns ja ungesehen an der Suche mitbeteiligen. Ich denke, wir vertagen die Entscheidung und treffen sie erst in Video 4. Die Entscheidung ist gefallen. Henry, der Pilger und die Menschen, die ihm folgen, wählen den Mittelweg. Sie besuchen die Taverne und wärmen und stärken sich dort etwa eine Stunde lang. Danach folgen sie weiter dem seltsamen Purpurnebel. Und tatsächlich, sie haben die Quelle gefunden. Man hatte den Pilgern schon von dieser Quelle erzählt, bevor sie aufbrachen. Aber daran geglaubt haben die wenigsten von ihnen. Nur Henry war die ganze Zeit überzeugt, die Quelle zu finden. In einem Brunnen soll Josef von Arimathea dann jenes Gefäß gewaschen haben, in dem er das Blut des Gekreuzigten aufgefangen hatte. Die Pilger und Henry sind tief beeindruckt, als sie hier zu dieser Quelle kommen. Sie finden die Stelle so vor, wie sie ihnen von anderen beschrieben wurde. Das Wasser ist rot, wie von Blut gefärbt. Hier muss ich nun eine Bemerkung einschieben. In unserer modernen Zeit ist bekannt, dass das Wasser dieser Quelle sehr eisenhaltig ist und daher die rötliche Farbe besitzt. Henry steht jetzt ehrfürchtig vor der Quelle. Es hat auch frisch geschneit, die Quelle ist gefunden. Aber von einer heiligen Stätte fehlt noch jede Spur. Die Eule, die wir schon in den vorangegangenen Videos gehört haben, scheint ihnen gefolgt zu sein. Man kann sie wieder hören. Hat dies womöglich eine besondere Bedeutung? Und noch zwei weitere Male hören sie aus der Ferne das Glockengeläut, das aber jetzt viel leiser an die Ohren dringt. Wir haben uns versteckt, beobachten die Pilger und erblicken jetzt ein kleines Wunder. Seht, eine der kleinen Kerzen beginnt zu schweben. An der Quelle hören die Pilger und auch wir sehr schöne, entspannende Musik. Ob die Pilger nun die heilige Stätte finden werden, schauen wir in das letzte Video mit der Nummer 5. Dort werden wir es erfahren. Die Pilgergruppe hat ihr ehrfürchtiges Ziel in Video 5 erreicht. Was war in den letzten Minuten bis jetzt geschehen? Henry der Pilger und seine Mitpilger blieben lange Zeit an der roten Quelle stehen und hielten inne. Zuerst zögerten sie, dann tranken sie alle von dem rötlichen Wasser der Quelle. Das war ganz schön mutig. Ein weiterer Pilger, der sich zu ihnen gesellt hatte, gab ihnen einen geheimen Ratschlag. Er erzählte ihnen, dass jeder, der bisher von dem Wasser getrunken hat, die Fähigkeit bekam, den Gral zu sehen. Dieses Wunder geschieht eben nur, wenn man von der roten Quelle trinkt. Ganz in der Nähe gäbe es dann auch ein Brunnenhaus, fuhr der fremde Pilger fort. Dort könne man in einen tiefen Brunnenschacht hineinsehen. Man solle dem Ruf der Eule folgen, gab der Fremde als letzten Satz zum Besten und verschwand wortlos, als sich die Pilger um Henry beratschlagt hatten. Und dann war tatsächlich der Ruf der Eule ganz plötzlich zu hören. Mit Herzklopfen folgten die Pilger, um Henry diesem rufen. Und da war es dann auch, das Brunnenhaus bei Glastonbury. Jetzt sind auch wir wieder mit dabei. Henry der Pilger und seine Gefährten betreten das heilige Gebäude und sind jetzt außer sich vor Freude und tief beeindruckt, als sie in den Schacht hinabschauen. Dort, auf dem Grund des Brunnens, wird der heilige Gral auf einem kleinen Steinsockel sichtbar. Die Pilgergemeinschaft ist tief bewegt und fast sprachlos. Was für ein großes Wunder sie hier erleben dürfen. Und dies am Weihnachtstag. Henry hat eine Schöpfkelle und einen Becher bereitgestellt, um mit seinen Gefährten von diesem heiligen Wasser zu trinken. Es ist auch vorgesehen, dieses kostbare Wasser in Gefäßen mit nach Hause zu nehmen und es dann als geweihtes Segenswasser im Bedarfsfall einzusetzen. Henry steht jetzt direkt am Brunnenschacht und hört eine Gruppe Mönche singen. In der Ferne nimmt er wieder den lieblichen Klang der Glocken wahr. Diese Pilgerreise hat sich für Henry und seine Mitpilger wirklich gelohnt. Henry wird beschließen, hier noch längere Zeit zu bleiben und sich eigenen Forschungsarbeiten zu widmen und um sich selbst Fragen zu beantworten, die ihn brennend interessieren. Verlassen wir das Geschehen und lassen Henry in Ruhe mit seinen Arbeiten beginnen.
Es sei noch verraten, dass Henry dieses Abenteuer um den Heiligen Gral so sehr gefesselt hatte, dass er nach diesem bedeutenden Fund beschloss, weitere Artefakte der Geschichte aufzuspüren. Henrys zweites Abenteuer wird dann im nächsten Trailer erzählt. Dieses sehr unheimliche und aufregende Abenteuer hat Henry bereits erlebt. Die entsprechenden Ambiance-Videos aus dem Jahr 2022 sind aber in den Playlists bereits zu finden und können gerne vorab angeschaut werden. Solltet ihr diesen ersten Trailer um Henry den Pilger in der Weihnachtszeit anschauen, wünschen wir euch ein wunderbares und friedliches Weihnachtsfest. Ansonsten danken wir euch wie immer für eure Aufmerksamkeit und das Schauen dieses Trailers und der Videos und wünschen euch eine gute und friedliche Zeit. Bis demnächst. Wir freuen uns schon darauf, euch auf unserer nächsten Zeitreise wieder begrüßen zu dürfen.